Also wir sind hier gekommen mit Allahs Erlaubnis, um nur das Beste euch zu vermitteln, inshallah. Und unser Wunsch ist, inshallah, dass Allah uns allen vergibt, unsere Sünden vergibt und ins Paradies führt, inshallah. Was ist Islam? Islam ist keine neue Religion. Viele Leute denken, dass Islam eine neue Religion ist, die kam mit dem Propheten Muhammad a.s. zu den Araber. Und die haben ihre Religion und wir haben unsere Religion. Dann frage ich mal, welche Religion oder wie hieß die Religion von Adam a.s.? Wie hieß die Religion von Abraham a.s.? Wie hieß die Religion von Musa a.s., von Moses? Wie hieß die Religion von Noah a.s.? Es gibt nur eine einzige Religion. Und diese Religion heißt Islam. Islam bedeutet Hingabe an Allahs. Hingabe, dass man sich hingibt an seinen Schöpfer, der ihn erschaffen hat und jede Sekunde versorgt, der ihm die Gesundheit gibt und seine Nahrung gibt und Sauerstoff gibt und versorgt. Dieser Schöpfer hat es verdient, angebetet zu werden. Aber die Frage, wie betet man seinen Schöpfer an? Unser Schöpfer hat uns erschaffen und uns nicht ohne Führung gelassen. Allah hat zwei Arten an Schöpfung: willige Wesen und widerwillige Wesen. Wesen, die freie Willen haben und Wesen, die keine freie Willen haben. Also Himmel, Erde, Sonne, Engel, Luft, Sauerstoff, Schnee, Wasser, Tiere haben keine freie Willen. Nur die Menschen und die Geister haben freie Willen. Und für diese freie Willen hat der allmächtige Gott das Paradies als Belohnungsort erschaffen und die Hölle als Bestrafungsort erschaffen für den Verstand, den Allah uns gegeben hat. Allah hat Adam a.s. und Eva und Iblis. Iblis ist der Anführer von den Geistern, der auch freie Willen hat, zur Erde geschickt. Und bevor Allah die drei zur Erde geschickt hat, hat ihnen einen sehr wichtigen Satz gesagt. Und dieser Satz verkörpert die Religion. Hinab mit euch, wenn meine Richtleitung zu euch kommt, derjenige, der meine Richtleitung folgt, der braucht keine Angst zu haben und der wird nicht traurig werden. Was ist die Richtleitung? Die Richtleitung ist der Wegweiser, die Religion. Adam a.s. kam zur Erde mit Eva und mit dem Feind Iblis. Und dieser Feind Iblis ist nur ein Versuchungsinstrument für den allmächtigen Gott. Iblis hat auch Nachfahren, genauso wie Adam a.s. Das ist ein Wesen, was wir Menschen nicht sehen, aber er sieht uns und seine Nachfahren sehen uns. Und jeder von uns, der jetzt hier sitzt, hat seinen Iblis und seinen Shaitan dabei und flüstert und versucht uns immer das Schlechte, Schöne darzustellen. Das ist seine Aufgabe. Wenn meine Richtleitung zu euch kommt, derjenige, der meine Richtleitung folgt, der wird nicht traurig werden und der wird keine Angst haben. Der wird nicht traurig in diesem Leben werden und der braucht keine Angst zu haben, am jüngsten Tag bestraft zu werden. Dein Schöpfer hat dir eine Richtleitung geschickt. Diese Richtleitung kam immer durch Propheten. Propheten sind ganz normale Menschen, genauso wie du und ich. Das sind auserwählte Menschen, gottergebene Menschen, die der allmächtige Gott aus der Menschheit auserwählt hat. Diese Propheten sind kein Engel.
Denn Allah sagt im Koran, wäret ihr Engel auf der Erde, hätte ich euch einen Engel als Gesandter geschickt. Der allmächtige Gott hat immer uns seine Richtleitung durch ganz normale Menschen entsandt. Ganz normale Menschen. Und warum betone ich das? Damit keiner von uns am jüngsten Tag mit einer Ausrede zu seinem Schöpfer zurückkommt. Ganz normale Menschen, die krank waren, die gearbeitet haben, die Kinder gehabt haben, die Schmerzen gehabt haben, die auf Toilette gingen, die Probleme gehabt haben, ganz normale Menschen. Allah hat uns seine Botschaft immer durch diese Propheten vermittelt, damit wir seine Botschaft folgen. Und derjenige, der diese Botschaft folgt, der wird in diesem Leben nicht traurig werden und der wird am jüngsten Tag keine Angst haben. Das ist die Formel, das ist die mathematische Gleichung. Und diese mathematische Gleichung gilt von Adam a.s. bis zum jüngsten Tag. Iblis, der Feind der Menschheit, hat immer die Gelegenheit genutzt, um die Menschen in die Irre zu führen. Und hat ihnen eine Sünde beigebracht, die der allmächtige Gott nicht verzeiht. Die Beigesellung, dass jemand neben Allah einen anderen anbetet, dass man Vermittler zu Allah nimmt. Das ist die Sünde, die Allah nicht vergibt. Immer wieder, wenn eine Botschaft des allmächtigen Gottes entstellt worden ist, verfälscht worden ist, durch die Einflüsterung des Satans und die Begierden und die Gelüsten der Menschen verändert worden ist, hat der allmächtige Gott immer einen neuen Prophet oder Gesandter entsandt mit einer neuen Richtleitung. Und diese Richtleitung, der Inhalt von dieser Richtleitung ist immer das Gleiche gewesen. Dient dem allmächtigen Gott und setzt ihm kein Götter bei. Macht keine Beigesellung. Das ist die Sünde, die Allah nicht verzeiht. Viele Leute fragen sich, warum? Warum ausgerechnet diese Sünde? Warum verzeiht Allah diese Sünde nicht? Die Beigesellung ist die größte Unverschämtheit gegenüber dem allmächtigen Gott. Er versorgt und ein anderer wird angebetet werden. Ja? Genauso wie, wenn Sie mir 10 Euro geben und ich gehe zu Mas'ud und gebe ihm die 10 Euro zurück und bedanke mich bei ihm. Was würden Sie von mir halten? Was würden Sie von mir sagen? Sie würden sagen, Sie sind unverschämt. Ich habe Ihnen die 10 Euro gegeben. Normalerweise müssen Sie zu mir zurückkehren und mir die 10 Euro zurückgeben und sich bei mir bedanken. Aber was mache ich als Undankbarer? Ich gehe zu einem anderen, gebe ihm die 10 Euro zurück und bedanke mich bei ihm. Allah erschafft, versorgt und die Menschen bedanken sich bei Jesus oder bei Maria. Oder bei dem Papst, oder beim Priester, ja? Oder bei Buddha, oder bei einer Kuh in Indien. Ja? Das ist die Unverschämtheit, die der allmächtige Gott nicht verzeiht. Das sagt Allah ganz klipp und klar im Koran. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكْ بِهِ وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Wenn jemand mit dieser Sünde stirbt, Uqsim billah, ich schwöre bei Allah, der kommt nie aus der Hölle raus. Was ist die Hölle? Der Papst hat die Hölle abgeschafft. Jetzt kehren wir zurück zum Anfang. Allah hat das Paradies und die Hölle für diesen Verstand erschaffen, weil wir freie Willen haben. Derjenige, der seinen Schöpfer dient und seine Anweisung folgt,
der wird am jüngsten Tag belohnt werden. Derjenige, der seinen Schöpfer leugnet und nicht dient und seine Befehle nicht folgt, der wird mit Gerechtigkeit bestraft werden. Ja? Jetzt fragt man, ja, warum? Warum ist dieser bestrafende Gott? Subhanallah, diese Frage hören wir jeden Tag. Warum? Gott ist lieb. Das fragt nur einer, der keine Ahnung hat, wer sein Schöpfer ist. Allah sagt im Koran, sinngemäß, jedes Mal, wenn die Haut schmoren wird, bekommt derjenige in der Hölle neue Haut, damit er die Strafe kostet. Und das ist für alle Ewigkeit. Blut, Eiter, geschmolzene Haut müssen die Menschen in der Hölle trinken und essen. Kleider aus Feuer, Betten aus Feuer und Bestrafung ohne Unterbrechung. Das ist die Hölle, die Allah Jesus gezeigt hat, damit er die Menschen darüber berichtet. Ja? Jetzt fragt man sich, warum ist Gott, astaghfirullah al-azim, brutal, dass er die Menschen, die er erschaffen hat, bestraft? Allah hat jedem von uns einen Verstand gegeben. Und mein Verstand führt mich entweder ins Verderben oder ins Glückseligkeit. Jetzt, Hitler, der so viele Menschen ermordet hat, ist seine Strafe, dass er tot ist? Nein. Er wird, Allahu alam, Allah weiß am besten, für jeden Menschen, den er gequält hat, bestraft werden in der Hölle. Ja? Jemand, der zur Welt gelähmt kommt, als Baby, er wird, wenn er gläubig ist, am jüngsten Tag für alle Ewigkeit belohnt und entschädigt werden. Das ist, warum Hölle und Paradies gibt. Jetzt, einige Leute fragen, warum wird Gott uns bestrafen am jüngsten Tag? Und warum wird er uns belohnen am jüngsten Tag? Ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Kinder. Und Sie sagen den beiden Kindern, dann machen wir ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben drei Kinder. Und Sie sagen den drei Kindern, bitte bringt mir Wasser. Der eine sagt, hau ab, ich habe keine Lust dazu. Das ist Ihr Sohn. Der zweite hat das gehört, aber er hat das so getan, als ob er nichts gehört hätte. Und der dritte geht und bringt ihm ein Glas Wasser und sagt, bitte schön, Papa. Wen von diesen drei werden Sie belohnen? Ich rede von Belohnung. Jeder Mensch sagt oder sagen wird, wird sagen, derjenige, der lieb und gehorsam ist, wird belohnt werden. Ja? Das ist eine ganz normale Sache. Oder ist jemand dagegen? Ist jemand gegen diese Aussage? Der gehorsame Mensch wird belohnt werden. Jetzt. Allah hat den Koran offenbart auf den Propheten Muhammad a.s. und hat die Juden und die Christen befohlen, den Koran zu befolgen. Ja? Einige von den Juden haben gesagt, hau ab. Ja? Einige von den Christen haben auch gesagt, hau ab. Einige von den Juden und von den Christen haben es gehört, aber sie tun so, als ob sie gar nicht gehört hätten. Ja? Und die Gehorsamen, das sind die jetzigen Muslime, die den Befehl des allmächtigen Gottes gehört und jetzt folgen. Jetzt bleibt ihnen überlassen. Allah hat ihnen befohlen im Koran, den Koran zu folgen, damit sie ins Paradies kommen.
tun sie das nicht. Sie haben sowieso einen Verstand und freien Willen. Das bleibt ihnen überlassen. Denn Allah sagt im Koran, es gibt keinen Zwang im Glauben. Wir kommen hier, um inshallah mit ihnen Hand in Hand durch die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes ins Paradies geführt zu werden. Das ist unser Ziel, das sind 200 Kilometer. Wir kriegen kein Geld von den Leuten hier. Und wir kriegen auch kein Geld von irgendeiner Regierung. Wir lieben nur das Beste für sie. Und zu jeder Frage sind wir bereit. Die Religion von allen Propheten hieß Islam. Hingabe an Allahs. Und es gab im Laufe der Geschichte 124.000 Propheten. Und der Prophet Muhammad ist der letzte Prophet und Gesandter des allmächtigen Gottes. Nachdem die Tora entstellt worden ist, gefälscht worden ist, verändert worden ist, hat Allah das Evangelium auf Isa a.s., auf Jesus offenbart, weil Allah gerecht ist. Allah wird die Menschheit nicht ohne Führung lassen. Nachdem die Tora entstellt worden ist, hat der allmächtige Gott ein neues Buch entsandt, offenbart auf den Prophet Isa a.s., Jesus a.s. Denn für uns ist Isa a.s., Jesus, einer von den fünf mächtigen Propheten und Gesandten des allmächtigen Gottes. Jeder Muslim liebt Isa, und ich sage bewusst Isa, nicht Jesus, weil Allah ihm diesen schönen Namen gegeben hat. Jeder Muslim liebt Isa a.s. mehr als jeder Christ. Das ist eine Tatsache. Aber das wissen leider viele Leute nicht. Und wir sind auch verpflichtet, ihn zu lieben. Und ein Muslim, der Isa a.s. leugnet, ist kein Muslim. Der ist ein Kafir, ein Ungläubiger. Jetzt, nachdem das Evangelium entstellt worden ist, und der Satan die Menschen wirklich in die Irre geführt hat, hat Allah, der allmächtige Gott, den Koran offenbart auf den Prophet Muhammad a.s. als letztes Update für die gesamte Menschheit. Deshalb sagt Allah im Koran, inna ad-din 'inda Allah al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sinngemäß übersetzt, die Religion bei Allah ist der Islam. Und wer zu Allah zurückkehrt ohne Islam, nimmer wird von ihm diese Religion akzeptiert werden und der wird unter den Verlierer werden. Ja? Darf man was dazwischen fragen? Wir machen nachher inshallah Fragen. Ja? Aber eine kleine Frage geht es schon. Also ich verstehe nicht, was an der Koran und auch am Evangelium entstellt worden ist. Ja. Das sagt ihr Schöpfer im Koran. Allah sagt im Koran, dass die Tora und das Evangelium entstellt worden sind. Ja? Und das kann man im Koran lesen. Nachdem die Tora und das Evangelium entstellt worden ist, also erstmal, nachdem die Tora entstellt worden ist, verfälscht worden ist, hat Allah Jesus, Isa a.s., entsandt als Prophet Gottes mit dem Evangelium. Nachdem das Evangelium entstellt worden ist, verfälscht worden ist, hat Allah den Koran offenbart. Und nicht nur offenbart, weil der Koran das letzte Buch und die letzte Richtleitung für die gesamte Menschheit ist, hat Allah sich verpflichtet, im Koran dieses Buch bis zum jüngsten Tag zu bewahren, vor jeglicher Fälschung. Jetzt kommt die Frage, warum hat Allah nicht die Bibel
beschützt. Ja? Ja, ich sehe auch nicht, warum die verfälscht worden ist. Also das, okay. Das müsste man ja irgendwo am Text oder an irgendeiner Geschichte merken. Okay. Jetzt gebe ich Ihnen ein kleines Beispiel. Die Juden sind beschnitten. Die Christen nicht, die Muslime ja. Ja? Die Juden essen kein Schweinefleisch. Die Christen essen Schweinefleisch, die Muslime essen kein Schweinefleisch. Ja? Die Juden trinken kein Alkohol. Die Christen trinken Alkohol und die Muslime trinken kein Alkohol. Jeder Mensch, der ein bisschen logisch denkt, wird sich selber fragen, warum. Gott ändert seine Meinung nicht. Nur die Menschen haben ihre Gelüste und ihre Laune befolgt und haben immer Allahs Bücher immer verändert. Es ging von Nuh a.s. bis Isa a.s. Immer wieder, wenn diese Botschaft entstellt worden ist, hat der allmächtige Gott eine neue Richtleitung entsandt zu den Menschen. Damit kein Mensch am jüngsten Tag eine Ausrede hat. Damit kein Mensch am jüngsten Tag kommt und sagt, ich bin einem falschen Buch gefolgt. Also, ich frage Sie, wollen Sie ins Paradies oder nicht? Also ich bin Christ und ich bin evangelisch. Ich frage Sie, wollen Sie ins Paradies oder nicht? Ja, aber ja? Okay. Nicht durch mein Tun. Okay, okay. Sie wollen ins Paradies, ich will auch ins Paradies. Und jeder, der hier sitzt, möchte gerne ins Paradies. Jetzt, man muss dafür was tun. Erstens, aufnehmen. Lassen Sie mich erstmal den kompletten Vortrag halten und dann bin ich bereit, bis morgen mit Ihnen zu diskutieren. Ist kein Problem. Das freut uns sogar. Also, nur ein kleiner Beweis. Wie viele verschiedene Exemplare an Bibel gibt es. 151 verschiedene Exemplare. Auch die Inhalte sind unterschiedlich. Jetzt frage ich Sie, was wollen Sie folgen? Der Koran ist einzig. Weltweit 1,7 Milliarden Muslime haben nur ein einziges Exemplar. Alles, was drin steht, in Original auf Arabisch, ist identisch weltweit. Ja? Die Muslime, 1,7 Milliarden Muslime, beten gleich, sagen die gleichen Worte im Gebet. Ja? Und dann frage ich Sie, was sagen Sie im Gebet? Sie haben sowieso kein Gebet, Sie haben nur Bittgebet. Wir Muslime haben... Wir haben auch Gebete, durchaus. Ja, okay. Okay. Gebet, ich will Ihnen gleich erklären, was Gebet ist. Ein Muslim steht vor seinem Schöpfer und sagt Allahu Akbar. Allah ist der Größte, größer als alles. Ja? Und dann fängt an mit einer Sure vom Koran. Das ist eine Pflicht. Was steht in dieser Sure? Und das will ich jetzt, inshallah, erklären mit Allahs Erlaubnis. Und diese Sure auch im Koran, die wir jeden Tag mindestens 17 Mal wiederholen, erklärt, was Islam ist und was Religion ist. Und warum Christen und Juden und Muslime gibt. Wir sagen im Gebet, im Namen Bismillahir Rahmanir Rahim, im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen.
إياك نعبد وإياك نستعين. أو مان شب فإيش دين النو ديا علينا und bitte nur dich um Hilfe. Das ist ein Vertrag zwischen jedem Muslim und seinem Schöpfer, damit er keine Beigesellung macht. Weil er weiß, dass die Beigesellung die schlimmste Sünde, die ein Mensch macht. Jetzt kommt ein Bittgebet. Innerhalb dieser Sure gibt es ein Bittgebet. اهدنا الصراط المستقيم. او الله او من شبفه führe mich den geraden Weg. Wer ist dieser? Was ist dieser gerade Weg? Der gerade Weg ist die kürzeste Strecke zum Paradies. Islam. Die Hingabe. Die reine Monotheismus. Ja? Führe mich den geraden Weg, den Weg derer, den du Gnade erwiesen hast, den Weg von Isa, Jesus, den Weg von Moses, den Weg von Noah, den Weg von Abraham, den Weg von Adam und von allen 124.000 Propheten, die rechtschaffenen Diener des allmächtigen Gottes. O Allah, führe mich diesen Weg. Nicht den Weg derer, den du gezornt hast. Es gab Menschen, die Allahs Befehle widersetzt haben und Allah hat sie gezürnt. Und nicht den Weg den Irrenden. O Allah, o mein Schöpfer, führe mich den geraden Weg, den Weg aller Propheten, nicht den Weg derer, den du gezornt hast und nicht den Weg den Irrenden. Nicht den Weg der Juden und nicht den Weg der Christen. Ja? Also, die Juden haben das Wissen, aber sie haben das Wissen nicht in die Tat umgesetzt. Dafür hat der allmächtige Gott sie verflucht. Ja? Die Christen sind in Irre gegangen, weil sie kein Wissen haben und sie beten den allmächtigen Gott ohne Wissen. Das ist das Gebet von jedem Muslim jeden Tag. Jeder Muslim wiederholt diese Sure 17 Mal am Tag. Ja? Was lehrt uns diese Sure? Diese Sure lehrt uns, dass Allah Menschen gezürnt hat, weil sie seine Befehle widersetzt haben und Menschen in die Irre gegangen, die vor uns gelebt haben. Ja? Unsere Vorfahren in den arabischen Ländern, die waren auch entweder Christen oder Juden. Aber das wissen viele Leute hier nicht. Und als der allmächtige Gott Allah den Koran offenbart hat auf seinen Prophet Muhammad a.s., Allah hat die Christen und die Juden befohlen, den Koran zu folgen, weil ihre Bücher entstellt worden sind. Die Gottesfürchtigen unter Christen und unter den Juden haben den Befehl des allmächtigen Gottes akzeptiert und das sind unsere Vorfahren. Ja? Jetzt, wir kommen hier, um Ihnen diese Botschaft zu vermitteln. Wir kommen hier, um Ihnen diese Botschaft zu vermitteln. Was ist unser Ziel? Unser Ziel, inshallah, dass Allah Sie recht leitet, dass Sie diese Wahrheit, die Sie Unser Ziel ist, Ihnen diese Botschaft zu verkünden, damit Sie, inshallah, diese Botschaft annehmen und mit uns Hand in Hand ins Paradies kommen. Ja? Das ist Islam. Also Islam bedeutet Hingabe
an den allmächtigen Gott. Jemand, der sich hingibt an seinen Schöpfer, ist ein Muslim. Aber ihr Schöpfer hat festgelegt, wie sie ihm dienen. Unser Schöpfer hat festgelegt, wie wir ihm dienen. Unser Schöpfer hat uns befohlen, fünfmal am Tag zu beten. Um uns zu quälen? Nein. Wir profitieren davon. Der Muslim, und das kann jeder Muslim hier bestätigen, der fünfmal am Tag betet, er fühlt sich selber wohl dabei. Wer profitiert davon? Der Muslim selber. Wenn man fünfmal am Tag betet, man macht Gymnastik, wer profitiert davon? Der Muslim selber. Wenn der Muslim betet fünfmal am Tag durch die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes, wird er für alle Ewigkeit ins Paradies geführt werden. Wer profitiert davon? Wir Menschen profitieren von Allahs Geboten und Allahs Verboten. Er hat uns fünftägige Gebete auferlegt, die wir verrichten müssen, weil das für uns gut ist. Und das ist der barmherzige Gott. Ja? Also Islam ist keine neue Religion. Islam ist die Religion von Jesus. Islam ist die Religion von Moses. Welche Religion hat Jesus gehabt? Hat er irgendwann mal gesagt, nennt eure Religion Christentum? Niemals. Jesus war ein gottergebener Mensch. Und der steht immer noch bei Matthias. Er ging drei Schritte und fiel im Angesicht zu Boden und betete. Für wen betete er? Für wen? Für den Satan? Nein. Er hat seinen Schöpfer gedient, wie wir Muslime, mit dem Kopf auf den Boden.